So, viele Follower im Internet, wie geht's euch denn? Bin hier mit meinem Auto am Volkspark, Ecke Liefländische Straße. Ich würde euch mal kurz das hier zeigen, weil hier die Straße wohnt, links ist ein Kindergarten, da ich gearbeitet. Mal als Erzieher. Über Kita-Personal, glaube ich, mit Dan Kaulich, war der Geschäftsführer. Da hat ich gearbeitet, links rein, Liefländische Straße. Joshua Marx bei Facebook, kann ich auch mal gleich verlinken, hat da auch gearbeitet. Dort links Kindergarten und dort rechts war ich jetzt gerade Werbung machen im Marie-Curie-Gymnasium. Das verlinke ich gleich auch nochmal. Marie-Curie-Gymnasium, warum war ich da jetzt und habe Werbung gemacht mit dem Change Your Day? Weil diese Klasse ist mal mit Rainbow Tours damals vor 10 Jahren, sind die mit mir zum Goldstrand geflogen nach Bulgarien. Ich glaube, das war 2010. 2010, die haben das Hotel gebucht, Aphrodite mit Emilia Kostadinova. Ich verlinke gleich auch nochmal. Die waren zusammen, dieses Gymnasium, Marie-Curie, weiß ich noch ganz genau, waren zusammen mit mir, mit Rainbow Tours in Bulgarien. Und ich war der Reiseleiter. Das ist jetzt 9 Jahre her. Und deswegen war ich jetzt gerade mal da und habe kurz mal in der Hofpause den Schülern da Hallo gesagt und mit einem Michael, glaube ich, gesprochen, Nummern ausgetauscht. Die fahren jetzt dieses Jahr, haben sie gesagt, mit Crystal Tours nach Lloret de Mar. So, Crystal Tours ist ein ganz guter Reiseveranstalter, der sitzt in München. Mein Kumpel Marius Kaiser arbeitet dort oder hat dort gearbeitet, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls Crystal Tours hat, weiß ich noch, 2010 sehr viel aggressive Werbung gemacht. Die hatten ganz viel Geld irgendwo, weiß ich, aus Osteuropa und haben richtig viel Werbung gemacht. Die haben das gut gemacht. Die haben an allen Gymnasien und so weiter und haben dadurch den Markt hier in Berlin ganz schön eingenommen. Ja, ganz viele Schulen buchen bei Crystal Tours. Sind zwar nicht die einzigen oder so, die buchen alle auch woanders, aber Crystal Tours ist ziemlich groß. Und die haben halt den Vorteil, dass sie halt durch die Kontakte an den Schulen immer wieder den nächsten Jahrgang auch wieder haben und auch wieder einbuchen können. Ja, das ist ziemlich gute Taktik. Finde ich gut. Ja, deswegen empfehle ich Crystal Tours, haben sie gut gemacht. Trotzdem werde ich versuchen, weiter Werbungen machen an Oberschulen und Gymnasien und versuchen sozusagen auch Schulen einzubuchen. Ja, und versuchen demnächst, also mit Sponsoren zusammen und Kooperationspartnern, selber einen Reiseveranstalter machen. Gemeinsam mit einem anderen großen Reiseveranstalter, zum Beispiel TUI. Und dann machen wir Change Your Tours. Ja, ich werde da dranbleiben. Aber das wäre doch geil. Eine Reise, wo Sport, gesunde Ernährung ist, Party, in Bulgarien zum Beispiel, am Goldstrand oder am Sonnenstrand mit Kostadin Ralaf, an der Sonnenstrand, an der Partyhütte, da eine schöne Reise zu machen. Change Your Tours. Mit mir als Reiseleiter. Das wäre ein Traum. Das würde ich gerne machen. Deswegen, Marie-Curie-Gymnasium haben wir jetzt wohl schon bei Crystal Tours gesucht, können wir nicht einbuchen. Aber wir werden weiter mit unserem Team an anderen Gymnasien gehen und weitermachen. Jetzt wollte ich euch noch mal kurz zeigen, hier ist ein schöner Park. Ganz viele Kinder spielen hier. Hier war ich ganz oft trainieren. Ihr könnt da immer herkommen. Das ist in Charlottenburg, Wilmersdorf. Ein traumhafter, schöner Park. Da geht es lang zum, wenn ihr da weiter joggt, könnt ihr da zum, ist das Rathaus Schöneberg. Die U4 oder was fährt da lang. Hier joggen die Menschen, machen Sport. Hier ist ein kleines Café. Und dann zeige ich euch noch eins. Ist so ein Outdoor, da kann ich jetzt nicht hin. Ist ein Outdoor-Fitness. Hier ist anscheinend eine Baustelle. Alt eingezäunt. Da kann man Fitness machen. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier Parkweg wegen Instandsetzung ist sogar Mitte 2019 gesperrt. Hier kann man nicht lang. Aber da ist ein Outdoor-Fitness. Da war ich mit tannenhof.de ganz oft trainieren. Leider alles eingezäunt. Also, liebe Follower im Internet, macht euch einen schönen Tag. Fahrt jetzt mal zum Amt. Marina war gerade da, hat mir 20 Euro geliehen. Mit der werde ich jetzt sozusagen denn mein Führungszeugnis beantragen und habe ein Jobangebot bekommen bei Amazon über Job and Talent. Alle Bescheid wissen, werde wahrscheinlich diesen Job annehmen. Erstmal weitermachen, ist halt erstmal ein blöder Job mit einem Auto rumfahren und Pakete ausliefern über Amazon. Aber dann habe ich eine Krankenversicherung und kann ganz normal nebenbei meine Firma machen und den Change Your Day vorbereiten. Ja, dass ihr einfach alle wisst, das ist ganz offiziell. Ja, man kann beide gleichzeitig machen. Man kann offiziell irgendwo arbeiten mit einer Krankenversicherung und nebenbei seine Party organisieren. Ja, selbstständig. Das ist so eine schöne Sache. Das ist das, was alle Menschen noch brauchen. Ja, eine Doppelbeschäftigung. Ja, ein Job reicht nicht mehr. Das ist einfach nur mal so. So, deswegen. Also, und da freue ich mich noch über Sarah. Die ist neu im Team. Die kennt mich auch noch aus Bulgarien. Ganz liebe. Also, wie gesagt, macht das Beste aus dem Tag. Geht raus im Park. Genießt jeden Moment eures Lebens. Genießt die Sonne. Ja, das ist doch ein wunderbarer, traumhafter Sommer. Ja, auch wenn ihr zum Beispiel gerade mal nicht so viel Geld habt, so wie ich auch. Schulden ohne Ende. Ist denn halt so. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich mich jetzt töten, eingraben, umbringen? Nee, ich hab Spaß. Also, Nominetta erstmal Ende.